Titel der heutigen Predigt ist somit: Alle eure Sorge werft auf ihn. Und zwar muss ich sagen, mit einem Rufzeichen. Mit einem Rufzeichen versehen. Es ist ein Befehl. Ja? Und es ist auch als Befehl zu verstehen. Und die Bibel hat sehr viele Befehle. Also wir haben sehr viele hunderte, tausende Befehle im Neuen Testament, im Alten Testament. Und Befehle sind nichts Unübliches im Wort Gottes. Befehle helfen uns zu wissen, was verlangt ist. Und es hat schon etwas, wenn es klare Befehle gibt in der Bibel, wenn es klare Anweisungen gibt in der Bibel. Das hat schon was. Warum sage ich das so klar und deutlich? Also ich bin immer jemand, der in meiner Arbeit zum Beispiel gerne Befehle annimmt. Ja? Das heißt, ich fühle mich ein bisschen verloren in meiner Arbeitswelt, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll. Ja, aber was ist zu tun, was ist zu erledigen und so weiter. Und klare Befehle zum Beispiel können in der Arbeitswelt so aussehen, dass dann dein Chef zu dir sagt, dieses Projekt ist sozusagen an so und so vielen Jänner 2024 um 10 Uhr fertigzustellen. Ja? Dann gehen wir mir sofort die Augen und sagen, okay, ich weiß, wohin ich arbeiten muss. Ich weiß, was meine Deadline ist, ich weiß, was ich tun muss. Und wenn es sich nicht ausgehen sollte, dann muss ich extra Zeit einplanen und kann das auch, wenn der Befehl rechtzeitig kommt natürlich. Ja? Wenn es einen Tag vorher kommt, dann ist es ein bisschen schwieriger natürlich. Ja? Oder vielleicht sagt der Arbeitgeber, geh zum Kunden und ermittle dies oder das oder schau dir die Anforderungen an, was will der Kunde und so weiter. Dann weiß ich, was zu tun ist an diesem Tag. Okay? Und deswegen glaube ich, ist es gut, klare Befehle zu haben. Also, weil man dann eben diese Klarheit hat über die Sache. Nicht? Wir heute beschäftigen uns mit diesem Befehl, alle eure Sorge werft auf ihn. Okay, das ist ein klarer Befehl und wir können uns somit diesen Befehl hernehmen und uns entscheiden, ihn umzusetzen. Okay? Wir können unsere Ressourcen aufwenden, um diesen Befehl umzusetzen. Und ich habe gerade vorhin diese Arbeitsstelle genannt. Ich war mal in einer Arbeitsstelle, staatliche Organisation, das sage ich gleich dazu. Und es hat 6 Monate gebraucht, bis ich wusste, was zu tun ist. Und du gehst dann von Mann zu Mann und fragst, okay, was soll ich tun? Ja, bereite dich vor. Okay, was ist das Ziel? Nicht nur mich. Und dies und das. Dann denkst du, 6 Monate versuche ich herauszufinden, was meine Aufgabe eigentlich ist. Ich habe beworben für diese Stelle nicht und dann willst du diese Stelle ausfüllen, dann heißt es, bereite dich einmal vor und schau, was geht. 6 Monate, keine klaren Befehle, keine klaren Anweisungen, du bist verloren in der Arbeitswelt. Also sitzt du auf deinem Arbeitsplatz, tust, als würdest du irgendwas machen und willst sagen, okay, was mach ich da irgendwas, bereite da irgendwas vor. Und dann bereitest du was vor. Und dann kommt ein ganz anderer Befehl. Und denkst du, wieso habe ich dann vorbereitet für dieses Fach jetzt? Und dann bist du was ganz anderes vor. Und deswegen ist es unmotivierend, wenn man nicht weiß, was man zu tun hat. Ja? Und vielleicht kann man es auch so vorstellen. Die deutsche Bundeswehr, nicht? Militär in Deutschland. Das kann man dort gut beobachten. Ich weiß nicht, gibt es noch ein Militär in Deutschland oder hat sich das schon selbst abgeschafft? Gibt es noch, oder? So ein paar Soldaten, die noch herumlaufen. Und diese paar, die es noch gibt, ja, die noch sich trauen, irgendwie das Land zu verteidigen. Wenn du denen, also wenn der Sergeant oder wenn der General oder Kommandant ihnen sagt, hey, geh dorthin. Was denkt sie, was die Antwort lauten muss bei der Bundeswehr? Vielleicht möge einer behaupten, okay. Oder andere würde sagen, von mir aus nichts. Ausnahmsweise heute, ja, gehe ich halt, mach das. Okay. Also wenn du so eine Antwort gibst auf diesen Befehl, dann kriegst du ordentliche Probleme mit deinem Vorgesetzten. Ja. Wer kennt die Antwort? Wie soll die Antwort lauten? Jawohl. Jawohl! Amen. Ganz genau. Jawohl! Okay? Nicht nur ja, genau. Ja, wohl ist es. Wohl ist es. Es wird gemacht, es wird ausgeführt. Und ich meine, das können wir uns schon abschauen. Diese Antwort auf Gottes Befehle, hey, in diesem Fall jetzt heute, kommen wir noch drauf zu sprechen. Alle eure Sorge werft auf ihn. Jawohl, ja. Jawohl, ich werfe meine Sorgen auf dich, ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Und es ist einfach, ja, beunruhigend, diese heutige Zeit, oder? Ich meine, wir gehen durch eine Zeit, wo wir nicht mehr wissen, was am morgigen Tag passiert. Letztens habe ich, vorgestern habe ich gelesen in der Zeitung, irgend so ein komischer NATO-General hat gesagt, wir werden bald im Krieg mit Putin sein, in 5 Jahren.
die NATO muss jetzt aufrüsten, nicht? Wir müssen bald kämpfen und so weiter. Und du weißt nicht, wohin es geht, die Reise in diesem Land. Dieses Land hat sich nicht nur selber abgeschafft, ich meine, wie ist, ja, wir Österreicher, wir scherzen gerne über die deutsche Regierung nicht, ich meine, die sind weg, die haben sich abgeschafft, ja, die gibt es nicht mehr, das hörst du so oft in unserem Land. Und natürlich so viele Parteien auf einmal, alle machen genau das Falsche, kommen nur fünfmal falsch. Nicht nur einmal falsch, nicht fünfmal falsch. Ja, fünf falsche. Und da kann nur noch mehr Falsches rauskommen. Aber egal, Spaß beiseite. Kommen wir zur heutigen Predigt. Also alle eure Sorgen werft auf ihn. Denn er sorgt für euch, ist die Begründung. Also denn ist eine Begründung, weil er sorgt für euch. Okay, und dann geht es weiter in der Sache, seid nüchtern und wacht an eure Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen eurer Bruderschaft, die in der Welt ist, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Also bevor ich jetzt in die Materie hineinsteige, wen adressiert der Petrus hier eigentlich? Also im ersten Kapitel, im 1. Petrus 1, lesen wir zum Beispiel davon, in Vers 1, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zu besprengen mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Das heißt, diejenigen, die adressiert werden, sind Christen. Das sind höchstwahrscheinlich Heidenchristen, weil der Petrus nachher auch davon spricht, die ihr einst nicht ein Volk wart und jetzt aber ein Volk Gottes seid. Das heißt, er adressiert hier klarerweise Christen in der Zerstreuung, nicht in den ganzen Ländern, nicht, und er nennt auch einige nicht Asia, Bithynien, Kappadokien und so weiter. Also er spricht uns eigentlich direkt an. Ja, er spricht uns nicht nur vor 2000 Jahren an, er spricht uns auch heute noch an, weil es ja bis heute noch Sorgen gibt. Oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in einer Zeit sind, wo es keine Sorgen mehr gibt. Also wir haben immer noch Sorgen, wir haben immer noch Widersacher, steht im Vers A, der Teufel existiert immer noch, er wird immer existieren, ja? Er wird uns immer wieder versuchen anzuklagen, uns zu widerstreben, die Gemeindetätigkeiten zu stoppen und so weiter und so fort. Den gibt es immer noch und wir müssen immer noch widerstehen, fest im Glauben. Und deswegen ist dieser Brief so aktuell wie noch nie. Und eben, die Bibel sagt, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das für uns als Baptisten, die ihre zuverlässiges Wort? Nun, was ist überhaupt eine Sorge? Eine Sorge ist ein bedrückendes Gefühl. Okay? Es ist ein bedrückendes Gefühl, es kann auch der Angst sein, der Furcht sein, nicht? Dass etwas passieren könnte. Das ist eine Sorge. Und du wirst mich fragen, ja, aber wie willst du diese Sorgen sozusagen loswerden? Wir alle haben doch Sorgen. Ja, wir alle haben natürlich Sorgen. Ihr habt Sorgen. Menschen der Welt haben auch Sorgen. Jeder Mensch hat Sorgen. Jeder Mensch hat so Dinge, wo er drüber nachdenkt und die beunruhigen ein bisschen und denkst da, wie muss ich jetzt handeln? Wie muss ich jetzt weitergehen? Was ist der nächste Schritt? Nun, die Welt hat Gott nicht. Das heißt, sie kann Gott nicht in die Gleichung mit einberechnen. Das ist ihr Nachteil. Sie muss selber ihre Sorgen sozusagen stillen. Aber wir haben den Herrn. Und was wir tun können ist, wir können unsere Sorgen hernehmen, diese bedrückenden Gefühle und Ängste, und wir können sie auf den Herrn werfen. Okay? So wie Basketball spielen. Hast du mal, ja, kann ich mal Basketballkörper geworfen, nicht? 10 von 10 sozusagen. Wirf sie einfach auf den Herrn. Wirf sie hinein. Ja? Und es geht dann hinein und es ist jetzt bei ihm. Der Ball ist natürlich immer noch da, okay? Aber er ist sozusagen durch diesen Korb gegangen. Und jetzt, das kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn die Sorge durch Gott sozusagen geht, dann hat er die ganze Sache in der Hand. Okay? Und wir können auf ihn vertrauen. Nur jetzt müssen wir fragen, wie werfe ich meine Sorgen auf ihn? Okay, wie werfe ich meine Sorgen auf ihn? Ich schlage mir gemeinsam Psalm 55 auf. Psalm 55. Psalm 55. Psalm 55, Vers 23. Wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen.
Ja, du, o Gott, wirst sie in die Grube des Verderbens hinunterstoßen. Die Blutgierigen und Falschen werden es nicht bis zur Hälfte ihrer Tage bringen. Ich aber vertraue auf dich. Amen. Also es ist nicht so, dass der Petrus sich einfach hingesetzt hat und irgendwas dahin gedichtet hat. Nein. Vieles, was der Petrus sagt, ist eigentlich aus der Bibel direkt zitiert. Das ist ein Vers, der 1:1 genau dasselbe ist wie 1. Petrus 5:7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, wirft den Anliegen auf den Herrn. Also wir sehen, Anliegen und Sorge ist dasselbe. Okay? Ein Anliegen, was mir am Herzen liegt, ein Anliegen, was ich habe, was mir sozusagen Angst bereitet, eine Bedrückung bereitet, eventuell auch schon fast eine Depression bereitet, das sollen wir auf den Herrn werfen. Wirf. Genau dasselbe Verb. Okay? Das ist genau dasselbe Vers. Und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Und wenn du jetzt noch zurückspringst zum Vers 1 des Psalm 55, Vers 1 des Psalm 55, da sagt der David, schenke meinem Gebet Gehör, oh Gott, und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Höre auf mich und antworte mir, ich bin unruhig in meiner Klage und stöhne vor dem Brüllen des Feindes, vor der Bedrückung des Gottlosen, denn sie wollen Unheil über mich bringen und befeinden mich grimmig. Und wir sehen jetzt, wie der David seine Sorgen auf den Herrn geworfen hat, oder? Na, wie war das? Durch Gebet. Durch Gebet. Schenke meinem Gebet Gehör, o Gott. Durch Flehen, durch Beten, ja, durch den Herrn in meine Probleme hineinbringen. Okay? Und manchmal ist es leider so, dass unsere Sorgen so groß sind, dass wir sogar vergessen, damit ins Gebet zu gehen. Wir sind dann sozusagen nur mehr auf die Sorge fokussiert, wir sind nur noch auf das Problem fokussiert und vergessen dabei Gott, der allmächtig ist, der die Zukunft kennt, der weiß, wie es ausgehen wird, von Anfang an mit einzubringen. Okay? Und so werden wir abgelenkt davon und konzentrieren uns nur noch auf das Problem, das wir haben, und verlieren den Fokus auf Gott und werden unfruchtbar, bekommen Angst, werden rückfällig und kommen in verschiedene andere Sünden vielleicht. Ja? Und ich möchte dazu ein Beispiel aus der Bibel auch hernehmen, aus 1. Mose Kapitel 1. Schlagt mit mir 1. Mose Kapitel 1 auf. Kapitel 12 soll es sein eigentlich. Die Geschichte mit Abraham. Mose, ich schaue mal kurz nach. Oder ist es 1. Mose 12? Ja. Ja, perfekt. Und wir lesen in Vers 12, wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich töten und dich leben lassen. Also ist Vers 12 jetzt. Vers 13, so sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Das heißt, um was geht es eigentlich? Also zusammengefasst, es gibt eine Hungersnot in Israel und Abraham hat sich entschieden, umzuziehen. Er hat seine Frau mitgenommen, ja, und ist nach Ägypten gezogen, um dort Speise zu finden, um nicht zu verhungern. Und dann sagt er im Prinzip, ein paar Verse davor, sagt er, du erzähl doch bitte, dass du nur meine Schwester bist, damit die Leute mich nicht umbringen, weil du so schön bist, ja, wegen deinem Außen, damit es mir gut geht um deinetwillen. Und das sagt er in diesem Fall, also, er sagt, wenn ich nun die Ägypter sehen, Vers 12, werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt, um deinetwillen. Und dann geht es weiter in Vers 14 und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharaos sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Und es ging Abraham gut um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen und Sarah ist der Frau Abrahams willen. Da rief der Pharao den Abraham und sprach, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte,
das Geleit gaben. Das heißt, die Geschichte ist sehr bekannt, also sehr viele Menschen kennen diese Geschichte auch, eben dass Abraham sozusagen nur die halbe Wahrheit hier gesagt hat, weil sie war tatsächlich seine Halbschwester, aber sie war auch seine Frau. Und er wollte eben das ein bisschen verschleiern, er wollte so tun, als wäre sie nur seine Schwester. Okay? Und das Problem, was der Abraham hier bekommt, ist, also er hat diese Sorge nicht. Er hat diese Sorge, dass, und er hat es richtig vorhergesehen. Er wusste, hey, wenn die Ägypter meine Frau sehen, bin ich meier. Dann bin ich weg vom Fenster. Ja? Die werden mich umbringen. Okay, das war seine Ansicht. Das war seine Meinung. Das war seine Sorge. Und er hat es richtig erkannt, ja, sie wollten dann seine Frau sozusagen zum Pharao bringen. Aber der Abraham, denke ich, hat den Herrn in diese Gleichung nicht mit einberechnet. Weil ich muss jetzt nicht, also als Abraham, unser Glaubensvater, sagt die Bibel sozusagen, in dem Sinne, dass er ein Vorbild für uns war. Hey, wir sehen, auch er hatte seine Schwächen und Stärken. Wir alle haben unsere Schwächen und Stärken. Und auch er hat hier diesen kleinen Kompromiss gemacht, der leider zu einem großen Kompromiss wurde. Weil was ist dann passiert? Der Pharao hat die Frau genommen. Gott sei Dank haben sie nicht miteinander, er wollte sie heiraten sozusagen, wollte sie zuvor nehmen. Er sagt nicht, er hat sie schon zuvor genommen. Und was passiert dann? Gott bringt diese Plagen auf diesen Pharao. Wo war Sarah in dieser Zeit? Die war nicht bei Abraham, die war bei dem Pharao. Okay? Also stell dir vor, du musst deine Frau opfern, damit es dir gut geht. Stell dir vor, du gehst dieses Risiko ein und sagst, ich habe Angst zu sterben, bitte sag, du bist meine Schwester. Und dann kommen die Leute und nehmen deine Frau weg. Und dann denkst du, jetzt habe ich überlebt, okay, mir geht es jetzt gut und so weiter. Aber was ist mit deiner Frau? Die ist weg. Die ist mein Fahrrad, das ist was passiert die ganze Zeit. Ja? Und also das war natürlich eine riesengroße, also es ist ein riesengroßes Manko, sage ich einmal so, im Leben von Abraham, dass er einfach seine Frau geopfert hat. Natürlich hat er es dann, glaube ich, in seinen späteren Jahren, hat er es dann sicherlich, spätestens als seine Frau dann weg war, glaube ich, hat er es eingesehen. Ja? Weil das bleibt nicht einfach so, das geht nicht an dir vorbei, nicht? Der Frau nimmt deine Frau und du denkst dir dann, ich habe was richtig gemacht. Ich glaube nicht, dass das so gedacht hat. Ja. Auf jeden Fall, diese ganzen Plagen kommen und der Pharao hat dann sozusagen, meiner Meinung nach, ziemlich richtig gehandelt. Also, der hat sich scheinbar vor Gott gefürchtet, ja, und hat dem Abraham in Frage, in Rede gestellt. Er hat gesagt, was hast du getan? Sie ist deine Frau. Wie soll ich mir dann zur Frau nehmen? Nicht? Schau, was Gott gemacht hat. Nimm deine Frau und geh. Okay? Also, der Pharao hat absolut richtig gehandelt. Und aber natürlich, wie gesagt, Gott hat eingegriffen, trotzdem, obwohl Abraham seine Sorge in diesem Fall nicht auf ihn geworfen hat, sondern eigensinnig gehandelt hat und sich selber retten wollte in diesem Fall. Nun, was war Abrahams Sorge? Was war Abrahams Sorge? Er dachte, er muss sterben. Er dachte, er muss sterben. Und hat dann eben diese Entscheidung getroffen, dass er seine Frau sozusagen opfert, dann leben sie beide, aber er ist nicht tot. Aber was er mit seiner Frau wechselt, haben wir schon besprochen. Aber er dachte, er muss sterben. Und er befiehlt dann seiner Frau zu lügen. Sie will einer sagen, das ist eine Halblüge. Er hat ihr noch gesagt, sagt, du bist seine Schwester, das ist eh seine Schwester. Ja, aber Abraham wollte eigentlich klar und deutlich vermitteln, und zwar eine Lüge vermitteln, dass sie nur seine Schwester ist. Okay? Das war sozusagen der Hintergrund. Sie war natürlich seine Halbschwester, versteht mich nicht falsch. Aber er wollte, dass der Pharao glaubt, dass sie nicht seine Frau ist. Okay? Das wollte er, dass er das glaubt, und das hat er auch geglaubt. Und was passiert dann? Abraham wird gut behandelt, er schaut gut aus momentan, und dann kommen die Plagen Gottes im Haus des Pharaos. Nicht? Wie hätte er eigentlich handeln sollen? Also wie hätte es eigentlich laufen müssen? Also wie gesagt, Abraham hat Angst gehabt zu sterben. Also nicht, wir haben sicher nicht diese Angst, dass wir jetzt von heute auf morgen umgebracht werden. Ja. Also es war schon eine richtig große Sorge damals. Ja. Er hat diese Sorge gehabt, aber Abraham hätte eigentlich ins Gebet gehen sollen und seine Sorge auf den Herrn werfen sollen. Und darauf vertrauen sollen, dass Gott ihn, auch wenn er die Wahrheit sagt, ja, trotzdem herausretten wird aus dieser schlimmen Situation. Wir haben gesehen, der Pharao hat nichts dagegen gehabt. Er hat gesagt, weißt du was, hey, eigentlich, du hast falsch gehandelt. Du bist derjenige, der die Sünde gemacht hat. Also hätte Abraham gleich von Anfang an gesagt, sie ist meine Frau, ich glaube, ich alles okay gewesen. Es war nur seine Sorge, die er halt hatte, und er hat sie nicht auf den Herrn geworfen. Weil die Bibel sagt ganz klar, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch.
Er und nicht wir. Er sorgt für euch, okay? Und ich möchte jetzt genau das gegenteilige Beispiel herausnehmen aus der Bibel. Das ist mir jetzt eingefallen in Daniel, Kapitel 3. Schlagen wir gemeinsam Daniel, Kapitel 3 auf. Und ich will es damit aber gar nicht schlecht machen. Also wir alle haben diese menschliche Komponente, oder? Also wir alle haben schon mal versagt in dieser Hinsicht. Okay? Und, aber trotzdem, sagen wir, wir sind schon weiter im Glauben, wie können wir handeln, wenn wir weiter im Glauben sind? Wie können wir unsere Sorgen auf den Herrn werfen? Wir lernen das in Daniel Kapitel 3, Vers 1, das ist diese Geschichte mit König Nebukadnezar. Und da ließ sozusagen so ein goldenes Standbild aufstellen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, sagt die Bibel. Und er sagt dann in Vers 5, Daniel Kapitel 3, Vers 5, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zither, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und in Vers 16 lesen wir dann, was die Antwort von Sadrach, Messer und Abednego waren, die Juden, die dort gelebt haben, auch in den höheren Positionen. Sadrach, Messer und Abednego, Vers 16, antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, O König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, O König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Also, das ist eine ziemlich harte Antwort. Ich meine, der König Nebukadnezar, nicht? Der König über das ganze Reich, Babylon sozusagen, und diese drei Juden, die sich nicht niederbeugen wollten vor diesem Standbild, kommen dann zum König und sagen, weißt du was? Egal, weißt du, wir werden uns nicht niederbeugen. Aber weißt du, der Herr kann uns erretten. Und auch wenn nicht, so wisse, oh König, wenn wir es trotzdem nicht tun. Und ich weiß nicht, wie Nebukadnezar sich dann gefühlt haben muss. Ja, also gedemütigt von diesen drei Juden, ja, die in seiner höheren, in den höheren Positionen schon waren. Nicht? Und ja, ich meine, ich weiß nicht, wie mich fühlt, also wenn ich er wäre. Aber das Lustige ist, also für die, die nicht wissen, wie die Geschichte zu Ende geht, ja, sie wurden alle drei gerettet durch den Sohn Gottes im Feuerofen. Okay? Das heißt, er hat sie dort hineingeworfen, jetzt keine Zeit, das alles zu lesen, er hat sie dort hineingeworfen, diese drei Leute, und er hat dann gesehen, da ist jemand dem Sohn Gottes gleich. Okay? Und der hat sie scheinbar gerettet, und danach kommen sie, ohne irgendwie Brandspuren gar nichts zu haben. Okay, und wir lesen dann in Daniel Kapitel 3, Vers 28, was die Reaktion von Nebukadnezar war, dadurch, dass diese drei eigentlich ungehorsam waren der Regierung. Wir lesen, in Vers 28, da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadras, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt hat und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten, das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wir immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Sadras, Mesas und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Also stell dir vor, der Scholz, ja, wirft einige von uns, dieser Bundeskanzler ist ja, wirft einige von euch oder von uns in den Feuerofen, weil wir an den Herrn glauben, weil wir die Bibel predigen, weil wir den geraden Weg gehen, keine Kompromisse machen. Kommt her und sagt, wisst ihr was? Wir hauen euch an den Feuerofen. Und wir antworten dann, ist uns egal, mach das, hau uns rein, wir werden sehen, was passiert. Der Herr kann uns retten und auch wenn er uns nicht retten wird, werden wir es nicht tun, okay? Und dann schmeißen wir es da hinein und der Herr rettet uns auf wunderbare Art und Weise. Muss jetzt nicht genauso passieren wie hier, aber vielleicht andersherum. Und dann stehen wir vor dem Scholz und der Scholz, ja, kommt dann her und sagt, gepriesen sei der Herr.
Liebe Brüder, ich glaube, wir müssen den Scholz dazu bringen, dass er das sagen muss, durch unseren guten Wandel vor dem Herrn. Wir müssen diese Leute durch Vorbild, durch Standhaftigkeit, die müssen erkennen, hey, der Herr ist mit denen. Der Herr ist auf ihrer Seite, wir können nichts ausrichten. Wir müssen so weit kommen wie Sadrach, Mesach und Abednego und diesen Glauben haben, ja, dass wir sogar vom Feuer errettet werden können. Und es wird gleich gesagt, ich meine, die drei haben sich vielleicht gedacht, okay, ja, dann brennen wir und dann sperren wir uns. Ist schon ein bisschen beunruhigend, oder? Aber weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben ihre Sorgen scheinbar auf den Herrn geworfen. Sie haben ihm vollkommen vertraut. Mit allen Konsequenzen. Was hätte sein können? Und was war die Antwort Gottes? Er hat sie höchstpersönlich gerettet. Höchstpersönlich. Das musst du dir mal geben. Also das kann man nicht überall sagen von allen Propheten im Alten Testament, wo dann Jesus selber sozusagen kommt und die Menschen rettet. Also er schickt vielleicht einen Retter, er schickt einen Richter, einen Helden, der kämpft und so weiter. Aber dass Jesus selber dann erscheint, wenn, wie gesagt, dass der Sohn Gottes erschienen ist, Nebukadnezar ist den vierten Sohn Gottes gesehen. Ja? Und natürlich ist es auch eine Art Sinnbild, ja, auf das, was der Herr auch für uns schon in der Vergangenheit gemacht hat. Weil Sadrach, Mesach und Abednego werden in den Feuerofen geworfen, oder? Ist es nicht der Ort, den wir verdient haben, den Feuersee? Jeder Mensch hat diesen Ort verdient. Und der Sohn Gottes rettet sie vor dem Feuerofen. Okay? Und was macht er dazu? Er geht in den Feuerofen hinein. Okay? Also er geht in die Hölle sozusagen für uns und geht auch durch den Feuerofen und rettet diese Menschen. Und was ist noch damit vermittelt mit diesem Bild? Der Nebukadnezar, der ja vorher gar nicht gläubig war, er hat zwar vielleicht schon in Kapitel 2 Gott die Ehre gegeben, weil er gesehen hat, dass Daniel diesen Traum deuten kann, aber es steht nicht, dass er, also in diesem Ausmaß, was er hier sagt, steht nicht vorher. Hat vielleicht Gott schon die Ehre gegeben, aber noch nicht gerettet, glaube ich. Und was Nebukadnezar erkennt dadurch, ist das Evangelium. Er erkennt, die drei wurden in den Feuerofen geworfen, Jesus rettet sie aus dem Feuerofen. Amen. Okay? Und das, was er sagt, das sagt mir, das bestätigt einfach, dass er jetzt gerettet wurde durch dieses Zeugnis. Er sagt nämlich in Vers 28, gepriesen sei der Gott Sadras, Mesos und Abednegos, der seinen Engel gesandt hat und seine Knechte errettet hat. Und in Vers 29, weil es keinen anderen Gott gibt, der so retten kann wie dieser. Das heißt, er hat erkannt, dieser Gott kann retten. Sogar vor dem Feuer. Okay? Und deswegen, glaube ich, hat er sich da bekehrt und, hey, wenn ein Scholz sich so bekehrt, werft uns alle in den Feuerofen, würde ich sagen. Der Herr kann uns retten. Weißt du, wenn es notwendig ist, dass das passiert, dann ist es notwendig. Natürlich, wir wollen jetzt nicht Dinge herausfordern, ist eh klar. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Verrückte da oben, ja, sage ich immer, diese hohen Schichten, diese Leiter dieses Volkes, dann kommen und sagen, die werfen mich heute in den Feuersee, wenn ihr nicht unsere Götter anbetet, nicht, dann, naja, ich meine, okay, weißt du was, dann fahren wir einfach in die nächste Stadt, würde ich sagen. Aber wenn es hart auf hart kommt, wenn sie uns jetzt gleich erwischen, wenn jetzt gleich diese Typen da hier draußen stehen und wir haben keine Möglichkeit mehr zu entfliehen, na, wir müssen sagen, na, wir werden nicht euren Göttern folgen. Ja? Und dann lassen wir uns vielleicht rein. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass diese Leute auch erkennen, dass Gott der Wahrheit, dass der Gott der Wille der wahre Gott ist. Ja. Liebe Brüder, ja, es ist leicht gesagt für uns vielleicht, ich meine, für Sadrach, Mesach und Abednego war das sicher vielleicht eine Nachricht, also, hey, wir müssen jetzt sterben, aber sie haben ihre Sorgen, und ich glaube schon, dass sie Sorgen haben, damit das Sadrach, Mesach und Abednego so perfekt waren, dass sie keine einzige Sekunde sich Sorgen gemacht hätten oder Angst gehabt hätten oder so weiter. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es waren Menschen wie wir und sie haben aber einfach gelernt, scheinbar, ihre Sorgen auf den Herrn zu werfen und das müssen wir auch lernen. Lass mich dir eine wichtige Sache sagen, eine wichtige Wahrheit. Deine Probleme und Sorgen werden nicht durch die Welt gelöst. Werden sie nicht. Sondern bei dem Herrn. Also, starten wir gemeinsam Johannes Kapitel 14 auf. Johannes Kapitel 14. In Johannes Kapitel 14 haben wir diesen wunderschönen Vers. Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 27. Da sagt der Jesus, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Also der Herr Jesus unterscheidet hier zwischen dem Frieden, den die Welt gibt, und dem Frieden, den er gibt.
ist ein großer Unterschied. Okay? Und schau, die Welt kann den Frieden nicht geben, den wir haben in dem Herrn. Kann sie nicht. Die Welt kann uns vielleicht Sicherheit versprechen, die Welt kann uns versprechen, dass wir genug, dass die Wirtschaft funktioniert, dass es genug Arbeitsstellen gibt, dass sie uns aufwendet durch das Sozial, ich sage lieber gleich, was die Wahl, durch das kommunistische System, was sie haben, ja, und so weiter und so fort. Weißt du? Aber was, wenn dann ein Krieg ausbricht? Was ist dann mit dieser Sicherheit? Was, wenn dann tatsächlich mit dieser verrückten NATO-General einen Krieg anstachelt mit dem Putin und dann fliegen die Bomben nach Berlin? Ich meine, wenn es so sein soll, ja, sei es so. Dieses Land hat es eh verdient. Aber was dann? Wo ist dann die Sicherheit dieses gottlosen Staates? Die ist dann nicht mehr da. Okay? Weißt du, die Welt kann uns allerlei versprechen. Kann uns viel versprechen. Aber am Ende des Tages ist dieser Friede, den die Welt gibt, nichtig, nicht sicher. Ja? Und wir können uns nicht darauf verlassen. Wohingegen, wenn wir unsere Sorgen auf den Herrn werfen und auf ihn vertrauen, durch das Gebet, dann, und der Herr wird uns seinen Frieden geben. Und dieser Friede, den lesen wir noch einige Verse, der wird uns beruhigen, der wird uns standfest halten, der wird uns Kraft schenken, ja, auf übernatürliche Weise. Und also unsere Probleme, unsere Sorgen werden nicht in der Welt gelöst werden, egal was die Welt für Angebote hat. Ja. Egal wie gut dieser Eheberatungskurs ist, egal wie, wenn er nicht auf Gottes Wort basiert, dann bringt er absolut gar nichts. Wenn einmal war ich in meiner vorletzten Arbeitsstelle, ich habe aufgehört zum Zählen, jemand, der mir gesagt hat, ich habe ihn gefragt, bist du verheiratet? Und so, ja, ich bin verheiratet, Kinder, es läuft alles super. Sage ich, wie macht sie das eigentlich, wenn ihr dann streitet? Also, was ist, wenn deine Frau das fühlt, wie du sagst, was macht sie dann? Hat sie dann Streit oder so? Ich sage, ja, wir haben keinen Streit. Wir machen es so aus, dass es funktioniert. Da habe ich genau nachgefragt, aber was heißt das genau? Wie macht sie halt das aus? Und dann hat er gesagt, naja, einmal ordne ich mich unter, einmal ordne sie sich. Das ist weltliche Beratung, Eheberatung. Ja? Aber dann habe ich gefragt, und wie schaut es dann aus? Was ist, wenn gerade dieses eine Mal, wo du dich unterordnen musst, das etwas ist, was du gar nicht machen kannst und willst? Ja? Und dann war das Gespräch irgendwie unterbrochen worden und so weiter. Aber man sieht einfach diese Eheberatungskurse, diese ganzen weltlichen Geschichten, die man da lernt. Ja, wenn sie nicht auf Gottes Wort beruhen, dann sind sie eigentlich wenig wert. Hey, ich finde es nicht schlecht, wenn eine weltliche Eheberatung Gottes Wort hernimmt und biblische Prinzipien verwendet. Das ist vielversprechend. Ja, ist ja nicht verboten. Und ich finde es gut, wenn irgendwelche gottlosen Organisationen bekennen, dass Gottes Wort gute Ratschläge hat. Und dann wird eine Ehe auch besser funktionieren, als wie dieser neue Schrott, den es heutzutage gibt. Ja. Aber was ich damit sagen will, ist zum Thema. Die Welt kann uns Sicherheiten versprechen, Frieden versprechen, aber am Ende des Tages ist es trotzdem unsicher. Es ist nicht ein garantierter Friede, den es hier gibt, sondern nur beim Herrn, dem Frieden des Herrn, der kann uns zufriedenstellen. Ich lese kurz aus dem 2. Korinther 3,17, du musst es nicht aufschlagen, 2. Korinther 3,17, da sagt der Paulus, der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen. Also, wir als gläubige Christen haben den Geist des Herrn. Wir haben den Heiligen Geist. Okay? Und da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Okay? Und also unsere Sorgen und Ängste, wenn wir damit zur Welt gehen, wenn wir damit uns beraten lassen von irgendwelchen weltlichen Profis, ja, wie wir mehr Frieden oder mehr Freiheit oder unsere Sorgen loswerden können, dann wirst du enttäuscht werden. Sondern die Bibel sagt eigentlich ganz klar, da wo der Geist des Herrn ist, da ist die wahre Freiheit. Hey, in der Welt hast du nur Abhängigkeiten. Du hast ständig nur Abhängigkeiten. Was ist, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, du musst einen Kompromiss machen, nicht? Du wirst beraten, musst einen Kompromiss machen, du lässt den Geist des Herrn ganz weg aus deinen Entscheidungen heraus, ja? Dann geratest du in Abhängigkeit, okay? Du wirst Dinge opfern müssen, die Gott wichtig sind. Zum Beispiel Abraham, haben wir doch gelesen. Er hat seine Frau geopfert, weil er Sorgen hatte, die er selber lösen wollte. Und am Ende des Tages ist es ein Kompromiss gewesen. Ja, er hat Kompromisse mit Gottes Wort gemacht, er hat nicht dem Herrn vollkommen vertraut. Hey, wenn du nicht den Geist des Herrn hast, oder auf ihn vertraust sozusagen,
dann haben wir keine Wahlfreiheit. Okay? Dann werden wir wieder Knechte von irgendwelchen Organisationen, irgendwelchen anderen Religionen und so weiter und so fort. Schauen wir gemeinsam Philipper Kapitel 4 auf. Philipper Kapitel 4. Also der Petrus ist nicht der Einzige, der den Vers aus Psalm 55 zitiert. Paulus macht es auch. Philipper Kapitel 4. Philipper 4, Vers 6. Da sagt der Paulus, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also hier ist wieder dasselbe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wieder dasselbe. Anliegen und Sorgen sind dasselbe. Und wir sollen uns nicht sorgen, sondern wir sollen doch flehen und gebeten, wie David im Psalm 55, unsere Anliegen vor Gott kund werden. So, kund werden bedeutet, rede drüber. Okay? Wenn du betest zum Herrn und du hast ein Anliegen, sag ihm genau, was es ist. Und manchmal erfordert es auch Tränen. Ja? Manchmal, wenn es hart auf hart kommt, du stehst dann auf, du kannst nicht schlafen, du hast Probleme, du gehst auf die Knie und schreist zum Herrn, ich kann nicht mehr, ich verstehe es nicht mehr, hilf mir, ich brauche deinen Frieden, gib mir Frieden im Herzen und dann schlafst du ein wie Butter. Okay? Ab und zu habe ich mir das auch mal passiert. Du kannst dann besser schlafen, wenn kannst du dann auch nicht zu gut schlafen, okay, kann auch sein, ja. Aber der Punkt ist, bring den Herrn, so wie es hier steht, mit Flehen, mit Dank auch, ja, mit Danksagen, bring deine Anliegen vor Gott. Ja. Und was steht da, was sind dann die Konsequenzen, wenn du das machst? Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Was sagt er hier? Dieser Friede, der dann kommt, wenn der allen Verstand übersteigt, dann kann ihn niemand verstehen, wie der kommt und was, wie das funktioniert. Nun, dass wir wissen, das funktioniert durch den Geist Gottes. Gott ist auch unser Vater. Er schenkt uns einfach durch seinen Geist diesen Frieden. Und wir bekommen ihn dann einfach. Und wir sind ruhiger, wir sind gefestigter, wie der allen Verstand übersteigt. Er wird über euer Herz und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und ich denke, liebe Brüder, es ist nicht unbekannt, dass wir auch hier in unserer Kirche, also in der Baptistenkirche, zuverlässiges Wort, also schon lange Probleme bekommen unter dem Verfolgungswahn der linken Radikalen, ja, und den Homos und den Transvestiten. Und die haben eine regelrechte Agenda installiert, ja. Und wollen irgendwie uns beunruhigen, ja, uns abschrecken, ja, und versuchen damit ihren selbstgeschriebenen Gesetzesparagraphen der Volksverhetzung und Hassrede, versuchen sie dann irgendwie friedfertige Menschen fertig zu machen und zu denunzieren. Und liebe Brüder, wir haben das gesehen, oder? Also diese Probleme gibt es, diese Verfolgung gibt es, ja, überall auf der Welt, aber auch hier in Deutschland, wo es keiner glauben wird. Aber es ist tatsächlich so. Und das macht natürlich dem einen oder anderen Sorgen. Natürlich, sehr klar. Ja, wir alle sind da noch betroffen. Ja. Also uns werden die ganzen elektronischen Geräte geraubt. Ja, wie ich hier schon gesagt habe, das kann doch nicht sein, oder? Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Aber lass mich eins sagen. Sie werden damit gar nichts sein. Und je mehr ich darüber nachdenke, was du mit Bruder Eschke erzählt hast, die Geräte sind weg. Und Kameras und alles. Wie viele Ressourcen haben diese Leute? Was tun die den ganzen Tag, dass sie von Pforzheim nach Leipzig mit dem Auto fahren, okay, und dort irgendwelche Geräte suchen, wo dann irgendwas gefunden werden soll und keine Ahnung was? Ja? Da dachte ich mir, haben die nichts Besseres zu tun? Was tun die den ganzen Tag? Drei Leute, drei Agenten, drei Superhelden, ja, wenn ihr so wollt. Haben sich scheinbar vorgenommen, irgendwo in Deutschland, ja, irgendwelche Leute, friedfertige Menschen aufzuspüren und ihnen die Handys zu rauben. Was haben die zum Tun den ganzen Tag? Wieso haben sie so viele Ressourcen eigentlich? Gibt es keine anderen Probleme in diesem Land? Ich meine, aber scheinbar haben sie viele Ressourcen. Die haben nichts zum Tun. Und schau, Leute, schaut mal, wenn jemand wenig zum Tun hat, kommt er auf dumme Gedanken. Okay. Und das ist leider die Wahrheit.
Aber lasst mich eins sagen, Sie werden damit gar nichts erreichen, weil es Zeitverschwendung ist. Ja. Sie werden dann draufkommen, ja, Sie hätten eigentlich also YouTube schauen können auch. Das ganze Steuergeld, was Sie damit verbrannt haben, ich meine, die armen Pforzheimer Bürger, muss ich sagen, die zahlen ja diese Verrückten, ja, die dann das anordnen. Okay? Sie werden gar nichts Neues entdecken. Wahrscheinlich glauben Sie, dass wir irgendwie im Geheimen unter dem Tisch oder so oder unter dem Pult irgendwelche Dinge besprechen, die sehr geheim sind und wichtig sind. Ja. Keine Ahnung, was Sie sich dabei denken, was Sie da finden wollen. Ja. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, ehrlich gesagt, es hat nichts damit zu tun, es hat einfach mit Abschreckung zu tun. Sie wollen diese Tiere zusperren, sie wollen euch zum Schweigen bringen, sie wollen nicht mehr, dass das weitergeht. Aber liebe Geschwister, ganz ehrlich, das wird auch vergehen. Diese schwere Zeit wird auch einmal vorbei sein. Ja, dann geht es wieder normal weiter. Okay? Ja. Ich meine, ich rechne immer noch mit 600 Rettungen dieses Jahr, das Doppelte vom letzten Jahr. Okay? Egal wie viele Agenten zu uns kommen und uns unsere Kameras sozusagen mitnehmen und ja, weiß ich, was sie damit machen. Wie gesagt, vielleicht schauen sie dann die Predigten. Okay? Keine Ahnung. Vielleicht brauchen sie einfach nur die Predigten. Das Einzige, was sie damit eben erreichen, ist, ja, sie verschwenden ihre Ressourcen, verschwenden es für sinnlose Dinge, aber das ist eh normal, oder? Ich meine, in diesem Land. Ist das nicht normal? Also, die Regierung bringt nichts zusammen. Das sind alles Versager. Das sind Versager. Wenn wir Ösis scherzen immer über die, wie habe ich schon gesagt, oder? Über die Regierung nicht und denken, das sind Versager, die können nichts. Die haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ja, und jetzt suchen sie natürlich den Sündenbock, ist jetzt schuld, ihr verbreitet aus, eine Volksverhetzung. Also wir sind viel fertig nicht. Ich habe noch nie was erlebt in der Richtung. Ich dachte mir, da hat es mir die Haare aufgestellt. Was sind das für Lachen? Was habt ihr da in Pforzheim? Was ist da los? Ja, ist ja nicht mehr normal, das Ganze. Und liebe Brüder, trotzdem, ich verstehe, dass gewisse Dinge beunruhigt. Ja, das beunruhigt ein bisschen. Und wenn sich jemand Sorgen machen sollte, ja, dann gibt es von unserer Seite eine Lösung. Okay? Und die Lösung für diese Unruhe und Sorge ist, werde ganz ruhig, runter mit dem Druck. Und weißt du, was du da machst? Wirf deine Sorgen auf den Herrn. Amen. Er wird dafür sorgen. Er wird für uns kämpfen. Er wird die bedrängen, die uns bedrängen. Also ich, ganz ehrlich, möchte nicht in der Haut dieser Leute stecken, die das alles angerichtet haben. Das möchte ich nicht. Ja? Weil du denkst da, sie greifen friedfertige Christen an, die Gott lieben und die Wahrheit predigen, die Bibel predigen. Okay, was wird Gott tun mit diesen Leuten? Amen. Ich meine, die haben eigentlich mehr zu fürchten als wir. Amen. Okay, obwohl es momentan Bedrängnis gibt, ja, okay, ist in Ordnung, nehmen wir in Kauf, nehmen wir in Kenntnis. Aber wirf deine Sorgen auf den Herrn. Die haben keinen Herrn, auf den sie ihre Sorgen werfen. Aber wir haben ihn schon. Und größer ist der in uns wohnt, als der in dieser von Gott verlassenen Welt wohnt. Amen. Egal, was sie machen, was sie vorhaben, bleibt treu im Herrn. Geht weiter diesen Weg. Geht weiter Segen gewinnen. Lasst euch nicht beunruhigen. Diese Zeit wird auch vorbei sein, oder? Vor einem Jahr war es ja auch so. Dass es wieder vorbeigehen und dann geht es wieder bergauf. Das ist immer so, das Leben ist immer so. Nicht? Auf und ab, auf und ab, auf und ab. Schön, dass es mal nur erhoben geht, aber leider ist es nicht so. Okay, schön wär's. Na gut, mit diesem Wort möchte ich auch abschließen, gehen wir noch ins Gebet und singen noch das letzte Lied. Vater im Himmel, wir danken dir für die Kirche hier in Pforzheim. Ich danke dir auch für diese Brüder hier, die so eifrig sind und die dich lieben und die mit dir gehen. Ich bete, dass du diese Kirche weiterhin segnest, dass du unser Schild bist, Herr, dass du uns bewahrst, dass du unsere Sorgen nimmst und dass du uns einfach kräftigst und diesen Frieden schenkst, den die Welt nicht geben kann, Herr. Bitte segne den Dienst hier, segne alle Geschwister, die hier sind. Und im Namen Jesu bitte ich dir das an. Amen. Amen.